wenn ich quasi mein Next Level Self erreichen möchte und zu dieser Person werden möchte, dann muss ich im Hier und Jetzt schon lernen, mich auch so zu verhalten, das zu verkörpern, das bereits zu sein. Und das setzt einfach voraus, dass wir bereit sind, auch unsere Komfortzone zu verlassen, die Sicherheit zu verlassen, Risiken einzugehen. Hallo und herzlich willkommen beim Soul Samind Podcast. Mein Name ist Belinda und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Embodiment und ich werde in dieser Folge auch darauf eingehen, was Embodiment denn überhaupt bedeutet, weil vielleicht ist dir das tatsächlich noch gar kein Begriff. Und es geht vor allem darum, dass ich drei Tipps ganz konkret mit dir teilen möchte, wie du zu der Version von dir wirst, die du gerne sein möchtest. Also wirklich, ja, wie du zu deinem Next Level Self wirst. Und ich spreche auch darüber, wie eigentlich Mut entsteht und wie du auch mutiger werden kannst und wie du große Entscheidungen wirklich aus dem Herzen heraus treffen kannst. Betonung liegt auf Herz und nicht aus dem Verstand heraus. Und die Folge liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich werde mit dir auch wieder ganz brandaktuell ein Thema aus meinem Leben teilen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's! Ja, dann lass uns mal direkt reinstarten und ich hoffe im Übrigen, dass es heute mit dem Sound gut funktioniert und nicht so viele Hintergrundgeräusche sind, denn irgendwie hat meine gesamte Nachbarschaft heute entschieden, keine Ahnung, zu handwerken und Rasen zu mähen und die Hecke zu schneiden und es ist den ganzen Tag schon super laut und ich dachte mir so, ja, also ich würde jetzt gerne einen Podcast aufnehmen. Da wäre es dann manchmal doch von Vorteil, wenn man so ein eigenes, geiles Content-Creator-Studio hätte. Aber ja, noch sitze ich hier in meinem Schlafzimmer und nehme diese Folge auf. Aber das ist die perfekte Überleitung. Ich kann ja schon mal in mein Next Level Self gehen, was quasi sein eigenes Content-Studio, ein eigenes Zimmer dafür hat in ihrem Haus. Ja. Nein, aber ich hoffe vom Sound, dass es total okay ist heute. Genau. Lass uns mal direkt reinstarten. Wichtig zum Anfang dieser Folge ist mir, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jemand bist, der schon ziemlich genau weiß, ja, wo du hin willst, was dein Ziel ist, ja. Du siehst quasi schon dein Next Level Self, ja. Du weißt, wer du in Zukunft sein möchtest, wie du leben willst, wie du sein möchtest. Also du hast ein klares Bild davon, oder ein relativ klares Bild davon, ja, wie deine Zukunft aussehen darf. Falls das noch nicht so ist, dann darfst du dir diese Folge natürlich trotzdem anhören und bekommst vielleicht dadurch auch Inspiration. Aber dann lege ich dir auch super, super gerne Reverie ans Herz. Das ist mein kostenloses Geschenk für dich. Ich packe dir dazu auch nochmal den Link in die Shownotes, denn da habe ich vor einiger Zeit ja eine ganz, ganz wundervolle Visualisierungs-Experience, ja eine Art Meditation für dich aufgenommen, die dir wirklich total dabei helfen kann, dich da mal reinzuführen in deine Zukunft, in dein zukünftiges Ich, dich damit zu verbinden, zu visualisieren, in Kontakt damit zu kommen. Und gerade wenn du vielleicht noch nicht so genau weißt, ja, was ist da eigentlich, wo du hin möchtest, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst, ja, kann dir diese Experience, ja, Reverie total dabei helfen. Und wie gesagt, ist komplett kostenlos. Also, ja, klick auf den Link in den Shownotes und mach das super, super gerne, um da vielleicht für dich auch ein klareres Bild zu bekommen. Genau.
So, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du weißt es relativ klar, ja, egal wie detailliert, aber du hast eine Vorstellung davon, das ist mein Ziel, da will ich hin, dafür möchte ich losgehen, du bist vielleicht auch deine ersten Schritte schon gegangen, ja, und für mich zum Beispiel war es selten in den letzten Jahren das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich hin will, ja, oder was mein Ziel ist, ja, und wie meine nächste Version, mein Next Level Self aussieht, sondern eher war mein Problem der nächste Schritt, nämlich, wie komme ich denn da jetzt hin? So, und jetzt gibt es natürlich einmal wirklich diesen klassischen Ansatz zu überlegen, okay, was muss ich jetzt konkret dafür tun? Welche Schritte darf ich gehen? Und natürlich dürfen wir auch in die Handlung kommen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es gibt trotzdem noch ein paar andere Aspekte, die wichtig sind, dass wir uns die anschauen. Und gerade ich selbst bin auch immer wieder in dieser Situation, dass ich merke, es reicht noch nicht allein, sich jetzt, sage ich mal, so einen Maßnahmenplan zu machen, wo man dann überlegt, ja, okay, die und die Schritte muss ich jetzt tun. Das ist super wichtig, aber darüber hinaus gibt es halt noch mehr. Und gerade bin ich eben auch wieder in so einer Situation, wo ich merke, ich bin bereit fürs nächste Level, ich will upleveln, ja, und ich sehe ganz klar, wo ich hin will, aber ich bin so, ah, okay, wie mache ich jetzt diesen Jump? Wie mache ich diesen Quantum Leap, ja, wie die Amis ja auch so gerne sagen, ja? Und am Ende der Folge erzähle ich dir auch noch mal ganz konkret, welche Situation bei mir da gerade ist, ja, oder auch von meinem konkreten Beispiel gerade. Das Ding ist einfach, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass du nicht die gleichen Dinge tun kannst und die gleichen Entscheidungen treffen kannst, aber ein anderes Ergebnis erwartest, ja? Weil ganz oft ist es so, dass wenn wir dieses Ziel haben, dass wir uns dann überlegen, okay, das und das sind die Schritte, die ich jetzt dafür tun muss. Aber sehr, sehr oft sind diese Schritte, die wir uns dann überlegen, immer noch sehr, ich sag mal, in unserer bisherigen Komfortzone. Oder immer noch sehr mit unserem alten Ich behaftet und immer noch sehr ähnlich zu den Dingen, die wir vielleicht schon getan haben oder Entscheidungen, die wir schon getroffen haben. Also der Kontrast ist meist noch nicht groß genug, um wirklich diesen Turbo sozusagen für deine Veränderung und für diesen Quantensprung, wirklich für den Sprung in dein Next Level wirklich zu haben. Ja, und auch da nochmal der Hinweis, es ist nichts falsch, wenn du das bisher so gemacht hast. Auch damit gehst du deinen Weg. Wichtig ist ja immer, dass wir überhaupt losgehen, ja, und dass wir ins Tun kommen und nicht nur auf unserem Meditationskissen sitzen und überlegen, ja, was möchte ich denn gerne visualisieren, wie möchte ich denn leben und dann stelle ich mir das nur vor und dann warte ich und dann hoffe ich, dass es kommt. Das wird nicht passieren. So, ich glaube, das weißt du aber bereits, ja. Und das Wichtigste ist eben wirklich ins Tun zu kommen und loszugehen. Aber es gibt eben wirklich einen großen Unterschied nochmal da, wie kraftvoll das Ganze passieren kann und auch wie schnell. Weil auch das war etwas, was ich in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe, ist, dass wir so oft denken, naja, ich muss ja erst XYZ tun, damit ich dann das und das erreichen kann, ja, dass wir so linear denken und dass wir, ja, so sehr in diesen Schritten denken und diesem Ablauf und ich erst muss ich das und das und das und das und das und dann kommt das und dann kann ich das und so denken, ja, und ich habe einfach gemerkt, dass das zwar funktioniert, aber mir persönlich oft viel zu langsam und es auch einfach, ja, gewisse Gefahren birgt, sage ich mal, ja. Aber darauf gehe ich dann gleich im Detail nochmal ein. Ich habe mir überlegt, ich möchte mal so wirklich das so auf drei Tipps herunterbrechen oder drei elementare Dinge, die ich für mich einfach gelernt habe in den letzten Jahren und wo auch ich immer wieder sozusagen auch heute im Alltag mich dran erinnere und damit arbeite, um wirklich zu schauen, okay,
wie komme ich denn jetzt in mein Next Level? Wie kann ich denn jetzt wirklich schneller und einfacher mit Leichtigkeit ohne Hustle in diese neue Version, in dieses nächste Level von mir kommen? Der erste Tipp, den ich da mit dir mitgeben möchte, ist: Handle bereits aus deinem Next Level Self. Und das ist das Thema Verkörperung und Embodiment. Ja, so wie ich es auch im Intro gesagt habe. Vielleicht kennst du das Wort oder den Begriff Embodiment noch gar nicht so sehr. Du kennst es auch aus einem anderen Zusammenhang, weil es wird auch ein bisschen unterschiedlich verwendet. Aber jetzt in diesem Zusammenhang ist eben damit wirklich die Verkörperung gemeint. Ja, die Verkörperung von der Version, die du in Zukunft sein möchtest. Und da darfst du dich einfach in deinem Alltag immer wieder fragen, wie kannst du denn schon jetzt, ohne dass du schon diese Version bist, trotzdem handeln, als wärst du bereits diese Version, als wärst du bereits in deinem Next Level Self. Und dafür arbeite ich super gerne mit Fragen, wie beispielsweise, ja, wer muss ich sein? Oder wer muss ich werden, um diese Version zu verkörpern? Und auch da hilft es ja nochmal total zu wissen, was ist mein Status quo? Wo stehe ich heute? Wie bin ich heute? Wie gehe ich heute durch mein Leben? Und wie möchte ich es in Zukunft haben? Und was ist sozusagen dieser Gap? Und wie kann ich eben heute schon so leben, als wäre ich schon an diesem Ziel, wo ich gerne hin möchte, ja? Und so frage ich mich beispielsweise auch im Alltag immer wieder, was würde mein Next Level Self tun? Und das ist eine super unbequeme Frage, sage ich dir ganz ehrlich, weil so oft, wenn wir in diesen Veränderungsprozessen stehen, ja, und wir treffen ja auch am Tag so, so viele Entscheidungen, dann treffen wir meistens Entscheidungen auf Basis von dem, was wir bereits wissen, ja, wo wir eine gewisse Sicherheit haben in unserer Komfortzone, was wir irgendwie kontrollieren können, was wir berechnen können, ja, und seltenst treffen wir aber diese Entscheidungen, die wirklich so boom sind, sag ich mal. So, das Ding ist jetzt aber, dass wenn wir halt immer wieder diese bequemen Entscheidungen treffen, da wo wir irgendwie wissen, das ist sicher, das ist safe, da kann uns nichts passieren, das haben wir schon 100 Mal so gemacht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir damit in dieses Next Level kommen werden. Ja, wenn wir uns aber stattdessen wirklich fragen, was würde mein Next Level Self jetzt tun, dann sind es ganz oft Dinge, wo du auch sofort eigentlich weißt, ja, eigentlich würde ich dann das jetzt so und so machen oder ich würde mich jetzt dafür entscheiden. Und in dir dein System sofort so, nein, aber das geht nicht, weil und was ist, wenn und Alarm, 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 Alarm. Das passiert dann nämlich sehr oft. Und da ist es so spannend, dann reinzugehen und wirklich zu überlegen, ja, aber wenn ich quasi mein Next Level Self erreichen möchte und zu dieser Person werden möchte, dann muss ich im Hier und Jetzt schon lernen, mich auch so zu verhalten, das zu verkörpern, das bereits zu sein. Und das setzt einfach voraus, dass wir bereit sind, auch unsere Komfortzone zu verlassen, die Sicherheit zu verlassen, Risiken einzugehen. Ja, und darauf komme ich gleich auch nochmal. Und es ist eben wichtig, dich sozusagen durch diese Frage auch immer wieder in diese Energie schon zu bringen, in diesen Vibe auch von der Person, wie du sie dann in Zukunft sein wirst, immer und immer und immer wieder. Ja, und da spielen wirklich ganz, ganz viele Dinge im Alltag mit rein, ja, auch zum Beispiel deine Routine oder wie dein Alltag abläuft, wenn du vor der Entscheidung stehst, okay, was mache ich jetzt noch heute mit dem restlichen Tag, ja, ich habe jetzt noch die und die 10.000 Sachen auf meiner To-Do-Liste und das wollte ich ja auch noch machen, dann halte kurz einen Moment in und frage dich, was würde mein Next Level Self jetzt tun? Ja, sind auch so Dinge wie deine Umgebung,
dein Zuhause? Wie sieht dein Zuhause aus, wenn du deine zukünftige Version lebst? Oder auch, wie siehst du beispielsweise aus? Ja, mal angenommen, du stellst dir vor, dass dein zukünftiges Ich super gesund ist, einen super gesunden Lifestyle hat, sich gesund ernährt, Sport macht, äußerlich strahlend ist, gepflegt ist, ja, bestimmte Kleidung trägt und so weiter, ja, etwas Bestimmtes verkörpert, dann darfst du schon jetzt in deinem Alltag immer wieder schauen, dass du das jetzt bereits lebst und dass du zum Beispiel nicht jeden Tag in Schlumpi-Klamotten rumläufst mit Löcher in den Socken und den abgeranzten Klamotten, weil du denkst, ja, mich sieht ja eh keiner. Wie sollst du dann in diese Energie kommen von diesem Next Level Self? Verstehst du, was ich meine? Ja, und für mich zum Beispiel war das auch ein Schritt, und das gelingt mir auch nicht immer. Ich laufe jetzt nicht jeden Tag super gestylt rum, weil das aber auch nicht das ist, was ich in meiner Zukunft verkörpern möchte. Aber ich frage mich trotzdem immer wieder, auch wenn ich arbeite nur von zu Hause eigentlich oder von unterwegs, von überall, frage ich mich trotzdem jeden Tag, okay, was ziehe ich heute an, wie kleide ich mich und wie bringe ich mich vielleicht auch schon in diese Energie, die ich in Zukunft auch verkörpern möchte, ja? Also ein super, super wichtiger Punkt. Und was auch spannend ist, es kann dir zum Beispiel auch helfen, raus aus diesem Mangeldenken zu kommen oder auch aus deinem Hustle-Mode. Denn gerade wenn du vielleicht auch jemand bist, der schon selbstständig ist oder du bist gerade dabei, dir ein Business aufzubauen oder du möchtest dich selbstständig machen oder hast ein Projekt nebenbei gestartet, ja, was auch immer, dann hast du vielleicht ständig das Gefühl, ja, ich muss noch mehr tun und diesen Hustle und noch mehr und dies und das und jenes. Aber wenn du dich fragst, was würde jetzt mein Next Level Self tun? Dann könnte das auch bedeuten, dass du zum Beispiel Selbstfürsorge betreibst, dass du dich jetzt auch mal um dich kümmerst und erstmal deine Energie wieder auflädst und mal noch die 5 Millionen To-Dos am Abend liegen lässt und sagst, ich kümmere mich jetzt um mich. Auch wenn dein Verstand dir sagt, ja, aber wie soll das denn sonst alles gehen? Ja, nein. Verbinde dich mit deinem Next Level Self und frage dich, was würde sie oder er jetzt tun? Es kann auch genau andersrum sein, wenn du vielleicht jemand bist, der überhaupt nicht aus dem Quark kommt und aus dem Knick und immer rumeiert und Ausreden erfindet und die Dinge nicht tut, die eigentlich zu tun wären. Auch da kann diese Frage, was würde mein Next Level Self jetzt tun, total helfen, weil du dann merkst, naja, also mein Next Level Self würde jetzt nicht auf der Couch liegen und Netflixen und 3 Stunden auf Instagram rumscrollen, sondern würde jetzt für ihr Business arbeiten, ja. Genau das kann sozusagen auch dann der Effekt sein, ja. Also das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, triff neue Entscheidungen und geh auch ins Unbekannte. Ja, und das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das super unbequem oft ist, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, wo wir denken so, ja, aber was, wenn und ich, ja, es ist mir alles so unsicher und ich weiß ja jetzt gar nicht, was passiert und ob das richtig ist und bla 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 bla, dieser riesige Schritt ins Unbekannte, ja, wirklich diese kraftvollen Entscheidungen, wo alles in dir sagt, nein, ich habe Angst und was, wenn und ja, ne, diese, also ich glaube, du weißt sofort, wovon ich rede, ja, und das erfordert Vertrauen. Vertrauen vor allem in dich selbst und es erfordert auch, dass du bereit bist, Risiken einzugehen. Und da sind wir dann beim Thema Mut. Und Mut ist so ein ganz spannendes Thema und da habe ich tatsächlich diese Woche auch was Tolles gehört im Rahmen meiner Ausbildung. Denn da hieß es auch, dass Mut beispielsweise nichts ist, was wir irgendwie üben können, ja, was wir trocken üben können und uns theoretisch im Verstand irgendwie beibringen können, sondern Mut entwickelt sich halt immer nur angesichts des Risikos. Also wenn du wirklich bereit bist,
Risiken einzugehen. Ja, Mut kommt erst dann, wenn Mut gebraucht wird. Also wenn du wirklich in die Aktion gehst, Entscheidungen triffst, Risiken eingehst, erst dann entsteht wirklich der Mut. Also du musst es einfach tun. Und dann kannst du auch Mut kultivieren. Ja? Und bei diesem Thema Entscheidungen gibt es für mich zwei wichtige Punkte, die ich da mit dir teilen möchte. Zum einen dürfen wir unterscheiden, was will dein Herz und was will dein Verstand. Und sehr oft sind die sich nicht unbedingt einer Meinung, vor allem wenn es eben um diese kraftvollen Entscheidungen geht, wo du genau weißt, okay, die sind jetzt notwendig, um entweder ins nächste Level zu gehen oder eben auch nicht. Denn, wie gesagt, unser Verstand, ja, und das habe ich im Podcast hier in einigen Folgen schon erzählt, der ist ja nicht schlecht. Aber wir müssen halt verstehen, dass unser Verstand die Aufgabe hat, uns zu beschützen, uns in Sicherheit zu behalten. Unser Verstand will immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Der mag überhaupt keine Veränderung, Risiken oder so. Der will immer Sicherheit, der will Kontrolle, der will berechenbare Sachen. Der hasst irgendwie Dinge, wo er nicht weiß, was dann passiert. Das ist immer so und das darf uns bewusst sein. Das heißt, unser Verstand ist aber auch nicht immer unbedingt ein guter Ratgeber, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, ja? Wenn wir bestimmte Dinge erreichen wollen. Ja? Da dürfen wir uns einfach nicht allein auf unseren Verstand verlassen. Der ist auch gut und der ist auch wichtig und nützlich, aber halt nicht allein. Das müssen wir unbedingt lernen und verstehen. So, und jetzt ist es ganz oft so, und vielleicht kennst du das, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, weil das manchmal, finde ich, mit Worten gar nicht so einfach zu erklären ist, aber du kennst mit Sicherheit so Situationen, wo du vielleicht etwas hörst oder etwas liest oder dir ein Angebot gemacht wird oder ja, was auch immer, wo innerlich sofort in dir diese Stimme ist, so, oh ja, das will ich unbedingt, ich will das, ich will das, ich will es, ich will es. Und zack, kommt dein Verstand, ja, aber nee, das können wir uns nicht leisten, das geht nicht, weil und überhaupt und so, kennst du, oder? Diese Situation. Und das ist der typische Konflikt Verstand und Herz, ja. Und wenn du jetzt aber wirklich ja, dabei bist, dein Leben zu verändern, dich weiterzuentwickeln, zu wachsen und du möchtest diesen Schritt in dein nächstes Level gehen, dann darfst du einfach deinem Herzen ein Stück mehr Vertrauen schenken. Und wirklich mal beobachten, ganz deutlich, was sagt dir dein Herz? Was sagt dir deine Intuition? Was sagt dir dein Bauch? Das ist bei jedem auch unterschiedlich, zeigt sich das und ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber wir haben alle dieses Gefühl in uns. Und was sagt dir dann dein Kopf? Und das mal zu beobachten und wirklich so ein bisschen zu differenzieren. Und nicht gleich blind dem Verstand, ja, nee, aber der hat das gesagt, also nee, geht es nicht, ja? Sondern wirklich deinem Herzen, deinem Bauchgefühl, deiner Intuition auch mehr Vertrauen zu schenken und mehr Bedeutung. So, und was mir dann beispielsweise auch total hilft bei diesen Entscheidungen, die mir so Angst machen und wo mein Verstand so laut ist und mir sagt, nein, Belinda, du solltest es nicht tun, weil du hast das Geld nicht, du könntest es bereuen, was willst du denn dann noch lernen? Was ist, wenn das alles eine Verarsche ist? Was ist, wenn, keine Ahnung, ja, denk dir was aus. Was mir dann immer hilft, ist wirklich mal diese Entscheidung durchzuspielen und mich zu fragen, okay, wenn ich mich jetzt für XYZ entscheide, ja, und das zum Beispiel so mache, wie könnte dann mein Leben in 3 Monaten aussehen? Was könnte sich verändern? Was wäre alles möglich? Ja, das mal so durchspielen gedanklich, wenn du dich jetzt für etwas entscheidest. So, und dann
schaust du dir an, okay, wenn du dich jetzt aber dagegen entscheidest, ja, oder du kannst es auch mit A und B machen, ja, vielleicht geht es auch um die Entscheidung zwischen zwei Dingen oder so, ja, ganz egal. Das durchzuspielen, ja, jetzt in meinem Fall beispielsweise, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache? Wie könnte dann mein Leben in 3 Monaten aussehen? Kann ich dann, wie komme ich dann anders beispielsweise in mein nächstes Level, ja? Oder was könnte das für Folgen haben? Und bei mir zum Beispiel merke ich da ganz schnell, dass ich sofort merke, ja, wenn ich das nicht mache, also da bin ich ganz schnell immer bei dem Punkt, ich werde es bereuen. Und das ist etwas, ja, was du vielleicht von mir auch hier schon öfters gehört hast, dass ich sehr, sehr stark auch immer damit arbeite, dass ich sage, ich möchte halt niemals in meinem Leben irgendwas bereuen, nicht versucht zu haben und nicht mutig gewesen zu sein, ja, sondern wirklich zu sagen, scheiße, ich mache das jetzt, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich mache es und selbst wenn es dann in Anführungsstrichen die falsche Entscheidung war und ein Fehler war, ich habe es gemacht, ich habe es probiert, ich war mutig und ich werde so oder so eine Menge daraus lernen, ja, das ist sowieso etwas, womit ich sehr viel arbeite, ja. Also das nochmal für dich, ja, spiel das durch. Entscheidest du dich für A oder B? Wie sieht dann dein Leben in 3 Monaten aus? Bist du imstande, dein nächstes Level zu erreichen? Ja, das für dich durchzuspielen und dir wirklich zu erlauben, neue Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie dir Angst machen. Ja? So, und das Dritte ist dann, und es passt perfekt dazu, ist wirklich für dich, dieses Muster zu beenden in deinem Kopf, das dir sagt, aber ich kann ja erst XY machen, wenn Z. Ich kann ja erst das und das investieren, beispielsweise in eine Assistentin, in ein Coaching, in keine Ahnung was, wenn ich das und das aufgebaut habe oder wenn ich selber das und das Einkommen habe oder, ja, kannst du jetzt beliebig austauschen mit ganz, ganz vielen Sachen, ja, immer dieses, ich kann erst, wenn so und so, ja, das Ding ist aber, so funktioniert dieses Game nicht, also du kannst das so machen und es wird langfristig vielleicht auch trotzdem funktionieren, aber es kann sein, dass es sehr viel länger dauert und sehr viel schwieriger wird und zäh und so. Und ich bin jemand, ich bin ungeduldig, ich will es schnell, ich will es leicht, ja, und dafür bin ich bereit, auch Dinge zu tun. Und das bedeutet dann in diesem Fall wirklich dieses Muster zu durchbrechen und zu sagen, I go first, auch wenn Z noch nicht da ist, ja, ich mach jetzt trotzdem diesen Schritt, auch wenn es rational vielleicht noch gar keinen Sinn ergibt und mein Verstand mir zum Beispiel sagt, nein, tu das nicht, weil XYZ, dass ich dann einfach sage, la 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 la, ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, es ist richtig, auch wenn es rational gerade vielleicht noch keinen Sinn ergibt. Und da gibt es diesen schönen Spruch, you go first and the universe responds. Ja, und da könnte ich jetzt nochmal eine extra Folge zu machen. Ich glaube, ich habe das auch in einigen Folgen auch schon mal so in der Art angesprochen, dass wir halt auch mit diesen mutigen Schritten dem Universum auch etwas signalisieren. Wir senden eine bestimmte Frequenz aus, eine Sicherheit, ein Vertrauen, ein ich weiß, dass das richtig ist und das Universum wird diese Energie matchen und wird uns sozusagen den Beweis dann erst liefern, dass das richtig war. Also sehr oft im Leben warten wir ja erst auf den Beweis, die Bestätigung und dass eben wir Z schon erreicht haben, bevor wir dann endlich diesen Schritt machen. Aber das müssen wir auflösen. Wir müssen erst selber diesen Schritt machen und das Vertrauen haben in uns, dass das richtig ist und das Universum wird darauf reagieren und alles wird sich fügen. Ja, und vielleicht klingt es für dich wirklich super, so dass du dir denkst, so ja, aber wie? I know. Ich komme genau von diesem Punkt, aber ich habe mich wirklich in den letzten, weiß ich nicht, in den so ein Dreivierteljahr oder so sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil für mich immer
diese Prämisse auch war, ich will raus aus dem immer hasseln und noch mehr tun und dies und jenes. Es geht auch anders, es geht auch leichter, es geht im Einklang, es geht ja mehr so, wie es sich dann auch im Flow anfühlt. Und ich kenne Menschen, ich verfolge Menschen, ich lasse mich von Menschen coachen, die mir genau das zeigen, dass es möglich ist. Und ich habe viele Dinge gelernt, probiere viele Dinge aus und integriere sie alle in meinen Alltag. Und deswegen teile ich das hier mit dir, damit du auch für dich reinführen kannst, okay, vielleicht möchte ich auch die Dinge einmal anders tun, ja? Und gerade auch bei diesem Schritt, ja, you go first and the universe responds, ein großes Thema, ist beispielsweise das Thema Investments, ja, wirklich zu investieren in Coachings beispielsweise, in Programme, in Ausbildungen, ja, wenn wir jetzt mal wirklich auf, ne, dieses Thema Weiterentwicklung und auch Business gucken und wir dann so oft denken, ja, aber ich kann Summe X jetzt noch nicht investieren, weil ich bin ja noch nicht da und da. Aber was, wenn dieses Investment dir hilft, wirklich eine Abkürzung zu nehmen und viel, viel schneller an diesen Punkt zu kommen, weil du damit einfach ganz viele Dinge überspringst und sagst, ich weiß, dass ich das schaffen werde und ich hole mir jetzt Unterstützung dazu, um halt wirklich richtig loszugehen. So, weißt du, was ich meine? Und was es dafür eben braucht, ist wirklich das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten und darin, dass es eben immer auch einen Weg geben wird, ja, dass du eben wirklich sagst, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist und ob am Ende wirklich alles genauso kommen wird, wie ich mir das vorstelle, aber ich vertraue darauf, dass alles sozusagen im Besten für mich passieren wird. Und ich stürze mich in dieses Unbekannte und egal, was da passiert, I can handle that. So, ja, weil manchmal kommen Dinge dann auch ganz anders, als du sie geplant hast, aber sie sind dann eigentlich noch viel, viel geiler. Das kommt aber nur, wenn du eben bereit bist, dich wirklich in dieses Unbekannte zu schmeißen, Risiken einzugehen und zu sagen, okay, I'm ready, here I am, let's go, ja, und dich wirklich auch in dieses Risiko zu begeben. Sondern ich habe dir am Anfang gesagt, dass ich eben gerade in meinem Leben auch wieder an so einem Punkt stehe, wo ich spüre, das Next Level is calling, ja. Da darf ganz viel passieren und ich merke so richtig in den letzten Wochen auch, wie diese Energie mich da anzieht und wie ich richtig merke, so okay, jetzt geht hier richtig die Luzi ab, ja, und da darf nochmal ein richtiger Transformationsboost, Quantensprung passieren. Aber auch da habe ich eben gemerkt, okay, ich stehe immer noch mit einem Bein in meinem jetzigen Ich sozusagen und irgendwas hält mich noch. Ganz viel Komfortzone, ganz viele Ängste, ganz viele Zweifel und ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. So, was ist es? Was hält mich hier schon wieder? Und welchen mutigen Schritt darf ich gehen? Ja, und für mich war es beispielsweise, also ist es zum einen dieses Thema wirklich, ne, mein Business weiter zu skalieren, finanziell weiter zu skalieren und vor allem mein Umfeld nochmal zu upleveln. Also noch mehr mich mit Menschen zu umgeben, die mir ein, zwei, drei Schritte voraus sind und die mich nochmal in eine ganz andere Energie bringen, ja. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie kann ich diese Dinge erreichen? Wie kann ich mich noch mehr in diese Energie bringen, in dieses Umfeld bringen von Menschen, ja. Und mir war schon klar, was ich dafür tun kann, aber ich war immer so, ja, aber das geht gerade nicht, weil, und ja, dieser ganze Verstand ist bla 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 bla, bis ich jetzt vor wenigen Tagen für mich eben eine sehr kraftvolle Entscheidung getroffen habe, um nochmal wieder zu investieren in mich und sozusagen auch in ein, wie soll ich sagen, Raum, ja, wo ich zukünftig eben mit anderen Leaderinnen und Leadern zusammen sein werde, gemeinsam Dinge kreieren werde, lernen werde, voneinander lernen werde, was für mich wieder ein Riesenschritt ist, wo ich aber einfach genau weiß, das
hätte mein Next Level Self eben auch getan. Und das war so klar für mich. Aber mein jetziges Ich wollte mir genau diesen Schritt eben immer wieder ausreden, aus den verschiedensten Gründen, warum das keine gute Idee ist. So, und auch das ist für mich wieder ein mega Wachstumsschritt, ja, das wirklich zu gehen. Und das Spannende ist, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, die mich wirklich wieder viel Überwindung gekostet hat, hat mir das Universum sofort, instant mehrere Dinge geschickt, die quasi mich darin bestätigt haben, die gesagt haben, geil, dass du diese Entscheidung getroffen hast, genau das war richtig. Und dann ist mir auch noch eingefallen, ich mache ja jedes Jahr die Rauhnächte im Dezember. So, und wenn du die Rauhnächte so ein bisschen kennst, dann geht es ja da auch darum, dass man dann für die Monate des Folgejahres ja auch Botschaften erhält, ja, was vielleicht in dem jeweiligen Monat für ein Thema sein könnte, was passieren könnte, wo du hinschauen darfst und so weiter. Und siehe da, was gab es für den Juni, also was ich mir da aufgeschrieben habe, welche Karte ich da auch gezogen hatte, hat so perfekt gepasst zu dieser mutigen Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, dass ich mir schon wieder dachte, also da hatte ich die Entscheidung schon getroffen, wo ich nur wieder dachte, oh mein Gott, es ist einfach so krass. Und dann merkst du auch und spürst du auch dieses Alignment, diese Fügung, dieses ich werde auch unterstützt vom Universum und es gibt einen gewissen Plan, sage ich mal, wenn wir wirklich bereit sind, darauf zu vertrauen, in uns in diesen Flow auch zu begeben. Ja. So, die Folge ist schon wieder viel länger geworden, als ich geplant habe, aber du merkst, glaube ich, dass auch dieses Thema, da bin ich wirklich Feuer und Flamme, weil das ist wirklich so mitten aus meinem Alltag, gerade aus meinen Learnings, und mir ist ja immer wichtig, dass das, was ich sozusagen auch mit dir teile, was ich coache, was ich als Mentorin weitergebe, dass ich das eben selber verkörper, ja, und dass das Teil meines Lebens ist, und deswegen ist sozusagen all das, was ich hier mit dir teile, auch immer das, was gerade sowieso bei mir top aktuell ist, ja, und deswegen zum Abschluss für dich nochmal die Botschaft, ja, also wirklich erstmal nochmal die drei Schritte. Handle aus deinem Next Level Self, ja. Triff neue Entscheidungen und sei eben auch mutig, ins Unbekannte zu gehen. Und das dritte eben, das Muster zu beenden, ich kann erst XY, wenn Z, ja. Also wirklich dieses You go first. Und meine Botschaft am Ende jetzt von dieser Folge für dich ist einfach wirklich nochmal, glaub an dich selbst, am allermeisten. Das ist das Allerwichtigste, dass du an dich selber glaubst, dass du das erreichen kannst, dass du es verdient hast, ja, dass du wirklich all das verdient hast, was auch immer du erreichen möchtest und dass du alles sein kannst, was du willst. Ja, ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und ich freue mich wie immer mega, wenn du jetzt direkt nach dem Hören auf Instagram vorbeischaust bei dem Post zu dieser Folge und mir da deine Gedanken dalässt und super gerne mal mit mir teilst, welcher Tipp hat dir am meisten geholfen, wo sagst du so, boah, ja krass, da darf ich auf jeden Fall noch was verändern, oder auch wo du selber schon Erfahrung gesammelt hast, wo du sagst, ja, genau das habe ich schon so erlebt, das auch super gerne mal teilen für die Community, da würde ich mich mega freuen. Und wie ich ja auch in der Folge gesagt habe, wenn du noch ein bisschen Support brauchst, gerade wenn es darum geht, dich auch mit deinem Next Level Ich zu verbinden, da überhaupt erstmal so reinzugehen, wie stellst du dir deine Zukunft vor, was wünschst du dir da eigentlich und so weiter, dann hol dir Reverie, du findest dazu alles in den Shownotes, um da wirklich mal in diese Visualisierung zu gehen. Und ansonsten
kannst du auch super gerne aktuell mit mir wieder ins 1:1 Mentoring einsteigen. Aktuell habe ich wieder freie Plätze und biete 6 Wochen 1:1 Mentoring mit mir an. Auch dazu findest du alle Infos in den Shownotes. Oder wenn du sagst, ich hätte einfach gerne mal so ein Quickie, ja, so ein wirklich 90 Minuten Deep Dive mit mir, dass wir uns mal gemeinsam einfach angucken, wo stehst du gerade, wo brauchst du vielleicht mich als deinen Spiegel, ja, oder wo ich vielleicht auch mit der Taschenlampe mal auf ein paar blinde Flecken leuchten kann, um dich wieder in deine Klarheit zu bringen, um dich zur Selbsterkenntnis auch zu bringen, dich da zu unterstützen und auch zu schauen, okay, wo sind die Stellschrauben, was sind die Schritte, die du gehen kannst, um wirklich in deine Veränderung zu kommen, die du dir wünschst. Auch da super gerne kannst du mit mir eine Power-Coaching-Session machen. Auch dazu findest du alle Infos in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, dich da auf deinem Weg zu begleiten. Und genau, hoffe wie gesagt, dass du viel für dich heute mitnehmen konntest und ja, freue mich wie immer auf dein Feedback, wenn du die Folge teilst auf Instagram oder auf allen anderen Kanälen und dann wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag und sende dir ganz viel Energie und Liebe aus den Bergen in Tirol.